In der heutigen Folge bekommst du eine Idee, wie du dich mit Mentaltraining selbst heilen kannst, wie du dein inneres Kind heilen kannst oder einen besseren Zugang mit ihm findest und noch vieles mehr erfährst du in diesem spannenden Interview. Die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Impulse für deine innere Freiheit. Von dem Psychologen und NLP-Lehrtrainer Marian Zefferer. Ja, herzlich willkommen zur Psychologie der Selbstbeeinflussung. Heute habe ich einen besonderen Gast da. Sie ist Bestseller-Autorin, Selbstliebetrainerin und Österreicherin. Und ich erwähne es deswegen, weil sie auch einen der erfolgreichsten Blogs in Österreich hat. Und zwar ist es die liebe Melanie Pignitter. Hallo Melanie. Hallo. Ja, ich freue mich sehr, dass du bei mir bist, weil du hast ein Thema, was meine Community schon länger interessiert. Du beschäftigst dich ganz viel mit dem inneren Kind. Aber bevor wir da hinkommen, interessieren natürlich auch viele die Geschichte. Also wer bist du? Du hast ja etwas in deinem Leben erlebt, was, ich sag mal, nicht ganz optimal gelaufen ist und das auch in einem längeren Zeitraum. Ja, wer bist du? Wie bist du dazu gekommen, wer du heute geworden bist? Ja, also ich bin die Melanie und lebe aus Wien. Ursprünglich komme ich, lebe aus Wien. Also es ist völliger Quatsch, lebe in Wien. Ursprünglich komme ich aus der Steiermark. Und ich bin vor vielen Jahren der Liebe des Jobs wegen nach Wien gekommen, hatte damals aber noch einen anderen Job und habe mir dann so sukzessive mein Traumleben aufgebaut. Also irgendwie dann so, wie ich 27 war, habe ich irgendwie empfunden, hey, wow, genau so habe ich mir mein Leben vorgestellt. Partner, erfolgreich im Beruf. Ich hatte unglaublich viele Interessen. Ich habe unglaublich viel gemacht. Ja, Freundschaften und ja, alles, wie ich es mir gewünscht hatte. Und dann kam sozusagen ein Schlag in mein Leben von einem auf den anderen Tag, bekam ich Kopfschmerzen. Es klingt jetzt erstmals gar nicht dramatisch, aber es waren keine Kater-Kopfschmerzen, die ja, wie wir wissen, wieder verschwinden so nach 1 bis 2 Tagen und auch keine Spannungskopfschmerzen, sondern es war ein Migräneanfall. Und dieser Migräneanfall, der dauert normalerweise, zumindest sagt das Dr. Google, so 4 bis 24 Stunden. Und als ich den hatte, habe ich mir gedacht, ja, also Google sagt, es geht vorüber, ist zwar nicht angenehm, abgedunkeltes Zimmer und am nächsten Tag wird schon gut sein. Aber so war es eben nicht. Es war so, dass es nach weder nach 4 noch nach 24 Stunden wegging und auch nicht nach 3 Tagen und auch nicht nach 300 Tagen. Das heißt, ich hatte eine ununterbrochene Migräne. Bin dazu wahrscheinlich der erste dokumentierte Fall, weil ich bin natürlich von Arzt zu Arzt gelaufen, war bei hunderten Ärzten, Privatärzten, alternativen Heilern, alles, was es gibt. Und nichts hat geholfen. Und wie man sich das vorstellen kann, jeder, der schon mal Migräne hatte, weiß das. Ich konnte nichts tun, außer im abgedunkelten Zimmer zu liegen. Ich konnte meinem Job, den ich geliebt habe, nicht mehr nachkommen. Ich konnte dem Reisen, ich habe immer Sprachen gelernt, mich weitergebildet, Freunde treffen, Sport. Das ging alles nicht mehr. Von einem auf den anderen Tag wurde mir quasi das Leben unter den Füßen weggezogen. Und da hat sich dann relativ schnell, ich würde mal sagen so nach 50 bis 100 Tagen, auch eine ausgewachsene Depression hinzugesellt, weil ich auch kaum Hoffnung hatte. Also ich habe wirklich alles versucht in dieser Zeit. Und so kurz vor diesem ich will aufgeben, habe ich mir gedacht, na, was habe ich noch nicht probiert? Und dann ist mir mein Mentaltraining, das ich damals schon vor der Erkrankung eigentlich regelmäßig praktiziert habe, eingefallen. Und eben der Gedanke, dass man doch mit Gedanken so viel verändern kann, dass Gedanken so einflussreich sind. Und dann habe ich mir so gedacht, so halbherzig, naja, dann ziehe ich halt, bevor ich aufgebe, auch noch diesen Strohhalm und habe dann eine zweite Diplomarbeit geschrieben zum Mentaltrainer, wo es darum ging, wie man chronische Schmerzen lindert oder heilt mit mentalem Training. Und habe das dann als meine Vorlage genommen, als meinen persönlichen Heilungsweg. Und natürlich war ich dann nicht von einem auf den anderen Tag wundergeheilt, so wie man das oft hört. Aber ich kann mich erinnern, nach einem Monat konsequenten Mentaltraining habe ich das erste Mal wieder so richtig das Gefühl von Leben gehabt. Ich war da auf
Also ich habe etwas gemacht, was man mit so extremen Kopfschmerzen eigentlich nicht tut. Da gab es mitten in Wien so eine Welle, wo man surfen konnte. Ich konnte natürlich nicht surfen, aber habe mich da eine Stunde lang versucht und danach ist mir aufgefallen, dass ich zum ersten Mal seit diesem Schmerz eine Stunde nicht an den Schmerz gedacht habe. Und so ging es sukzessive immer weiter bergauf, bis ich irgendwann die ersten schmerzfreien Stunden und die ersten schmerzfreien Tage und mittlerweile die ersten schmerzfreien Jahre habe. Also es hat gut 2,5, 3 Jahre gedauert, bis die Schmerzen ganz weg waren. Aber vom Start des Mentaltrainings wurde es sukzessive besser. Und auf diesem Weg mit dem Mentaltraining habe ich eben viele Seitthemen dieses Bereichs mir besonders zum Herzen genommen, weil sie mir geholfen haben und mir so viel aufgezeigt haben. Und das waren eben auf der einen Seite die Selbstliebe, weil ich dachte davor, immer als ich gesund war, habe ich mir gedacht, no, ich bin mit meinem Aussehen zufrieden, mit meiner Karriere zufrieden, was brauche ich denn Selbstliebe? Aber als ich dann krank war, da sah ich nicht gut aus, konnte nichts mehr leisten, da war plötzlich dann keine Selbstliebe mehr. Und da habe ich gemerkt, wo ich auch ansetzen muss, weil sich selbst ablehnen, kann der mentalen Gesundheit nicht förderlich sein. Und wir wissen ja alle, dass unsere mentale Gesundheit mit der körperlichen Gesundheit zusammenhängt. Und das ist auch meine ganz klare Vermutung, wie diese Heilung bei mir vonstatten gegangen ist. Und das andere Thema war das innere Kind, weil ich einfach gemerkt habe in dieser Zeit, wo ich mich so intensiv mit mir selbst auseinandergesetzt habe, dass ich noch sehr, sehr starke Prägungen oder wie man in der inneren Kindsprache oft sagt, Schutzstrategien, Bewältigungsstrategien, das heißt Muster, die vielleicht mal in der Kindheit hilfreich waren, aber es heute im Erwachsenenleben nicht mehr sind, mitgeschleppt hatte und noch immer in meinem Leben umsetzte. Allen voran war es bei mir, da gibt es natürlich verschiedene, aber bei mir war es dieses immer etwas leisten müssen, um wertvoll zu sein. Spannend. Also deine Geschichte erinnert mich ein bisschen an Milton Erickson. Der hat ja, also der hatte Kinderlähmung mit 17 und der hat auch mit konsequentem Mentaltraining, auch wenn es den Begriff damals noch nicht gab und noch gar nicht existiert hat, aber mit täglichem Mentaltraining immer und immer und immer wieder sich davon geheilt. Und da würde mich jetzt schon interessieren, wie hast du das konkret gemacht? Also ich bin auch der Meinung, dass es etwas ist, was man eben nicht einmal macht und dann ist es gemacht. Aber was sind die Visualisierungen gewesen? Was konkret hast du gemacht? Wenn jetzt gerade Menschen zuhören, die vielleicht auch mit diesen oder ähnlichen Themen zu tun haben, was war so konkretes, was du umgesetzt hast? Also ich habe vieles gemacht. Ich habe eine ganze Diplomarbeit darüber geschrieben. Das Wichtigste ist, ich habe es täglich gemacht. Das Wichtigste ist diese Wiederholung. Da gibt es ja dieses ungeschriebene Gesetz. Das Unterbewusstsein braucht ja erstmals 21 Tage, bis es etwas Neues aufnehmen kann. Ist auch völlig logisch, weil wenn ich in meinem Leben damals schon 30 Jahre lang gedacht habe, ich muss immer etwas leisten, um wertvoll zu sein, kann ich nicht einmal das Gegenteil behaupten und dann nimmt es mein Unterbewusstes auf. Die einfachsten Dinge, mit denen ich gearbeitet habe, waren eben Affirmationen, wobei ich die sehr gerne mit Emotion Taping geklopft habe. Gibt es mittlerweile ja viele Abwandlungen von diesem Taping, weil ich einfach bemerkt habe, dass das dann bei mir auf viel tiefere Ebene geht. Also nicht nur im Verstand hängen bleibt, sondern irgendwie auch auf den Körper übergeht. Also das ist so eine Methode, mit der man quasi an verschiedenen Akupunkturstellen klopft. Und wo man eben auch die Akupunktur, aber auch Einsteins Energielehre der Energie mit einbezieht und nicht nur den Verstand, sondern eben auch diese energetische oder körperliche Ebene erreicht, um die Affirmationen zu verstärken. Was ich auch gemacht habe, ganz viel, und da hatte ich eine Visualisierung, die habe ich exakt 500 Tage oder 502 Tage gemacht. Und zwar habe ich einfach mich selbst visualisiert, wie ich an meinem Lieblingsstrand in Spanien, das ist ein ganz, ganz langer Sandstrand, barfuß entlanglaufe, so wie ich es früher gemacht habe, natürlich vollkommen frei von all den Schmerzen, weil sonst könnte ich ja gar nicht laufen. Und ich habe mir das so detailliert vorgestellt, und zwar tagtäglich, jeden Morgen, wie ich hier barfuß auf diesen Strand laufe, dass ich wirklich irgendwann schon den Wind spüren konnte, das Salz schmecken konnte, den Sand zwischen meinen Zehen und immer mit dem Blick auf diesen weißen Leuchtturm.
Und genau, das habe ich jeden Tag gemacht, weil diese Visualisierung ist einfach mit meinem Bild von, ich bin befreit von diesen Schmerzen einhergegangen, denn ich hätte niemals in diesem Zustand, in dem ich damals war, da entlanglaufen wollen oder können. Und ich habe schon so nach 20, 21 Tagen bemerkt, dass ich während dieser Visualisierung, die ich so 5 bis 10 Minuten täglich gemacht habe, eigentlich komplett eingetaucht bin, als wäre ich dort. Also mein ganzer Emotionskörper war dort. Mein ganzes Bewusstsein, wahrscheinlich auch mein Unterbewusstsein, hat genau das erlebt. Und genau, also die Dinge, an die wir ja so stark erfahren können, beziehungsweise uns so stark vorstellen können, als wären sie real, die nimmt ja unser Unterbewusstsein auch wirklich so auf, als wären sie real. Und unser Körper, unser Denken beginnt sich langsam auf diesen Lauf in meinem Fall vorzubereiten. Also 502 Tage Urlaub sozusagen für dein Unbewusstes, was du da hattest. Ja, schön. Wow, also Genau. das ist ein langer Zeitraum, ein sehr langer Zeitraum. Das ist, erfordert wirklich auch viel Disziplin. Und da kann ich mir vorstellen, oder weiß nicht, vielleicht war es auch nicht so, dass du auch mal Zweifel hattest oder aufhören wolltest, oder war das nicht so, weil du sagst, beim ersten Tag hast du schon eine Verbesserung gespürt und deswegen war klar, du hältst es durch, bis du am Ziel bist. Wie ging es dir da, diese 502 Tage? Also vor allem die ersten 3 Monate. Also ich habe da zwar nach einem Monat eine Verbesserung in meinem emotionalen Zustand bemerkt, aber noch nicht so sehr körperlich nach dem ersten Monat. Ich, so nach 3 Monaten hatte ich, glaube ich, die ersten schmerzfreien Stunden. Und ab diesem Zeitpunkt wurden die Zweifel definitiv weniger, weil da habe ich mir gedacht, wenn ich mir eine schmerzfreie Stunde jetzt einfach gesagt herbeidenken kann, dann kann ich mir auch Monat und ein Jahr herbeidenken. Aber davor hatte ich natürlich Zweifel. Und man muss jetzt vielleicht auch dazu sagen für die Zuhörer, ich hatte ja ganz viele starke Sätze in meinem Kopf von Ärzten, denen man ja sehr viel Glauben schenkt, die mir gesagt haben, ja, naja, das ist jetzt in ihrem Schmerzgedächtnis, damit müssen sie halt jetzt ihr Leben lang rechnen. Und das hat es natürlich nicht Besser erleichtert, gemacht, daran ja. zu glauben. Also ich würde sagen, normalerweise macht man mit Mentaltraining spätestens nach 3 Wochen die ersten positiven Erfahrungen oder auch Effekte im Außen. Bei mir war es halt ein besonders harter Fall. Genau, da gehört natürlich schon auch dazu, ich mache es trotzdem. Also dieses, ich will eigentlich überhaupt nicht, aber ich mache es trotzdem. Und ich habe bestimmt auch mal beim Visualisieren nicht, aber bei den Entspannungsmethoden, Meditationen, ich konnte ja ganz schwer wirklich Ruhe finden, weil es halt auch so mein Muster war, dieses, ich muss was tun. Und da habe ich bestimmt hier und da mal einen Tag ausgelassen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man da nicht so agiert wie oft bei der Diät. Okay, jetzt habe ich sowieso schon eine Schokolade gegessen, jetzt ist es eh egal, sondern dass man sich sagt, das ist völlig okay, das passiert den größten Trainern und Coaches, dass es mal einen Tag gibt, wo ich es einfach gar nicht schaffe, aber am nächsten Tag mache ich weiter. Auch wenn ich nicht motiviert bin. Und es ist natürlich gut, wenn man dieses Mentaltraining, je nachdem, was man da einbaut, zur Routine macht. Das heißt, also bei mir war das einfach im Alltag eingeknüpft. Ich stehe auf, gehe ins Badezimmer, ziehe mich an, mache mir den Tee und direkt nach dem Tee war einfach immer diese Visualisierung. Und umso besser man das in den Alltag einknüpft und da einen Bestandteil, einen fixen hat, so eine Art Routine, desto einfacher wird es dann auch dran zu bleiben. Und du hast gesagt, was für dich auch sehr zentral war, war das Thema inneres Kind. Hast du da auch bestimmte Übungen gemacht oder kam das dann auch aus dem Lauf deiner Journey? Oder wie kam das Thema in deinem Leben? Das innere Kind ist jetzt so aus meiner Sicht, meiner persönlichen Erfahrung und die des Mentaltrainers, für mich ist es sozusagen, ich habe bemerkt, was im Hier und Jetzt mein Leben schwer gemacht hat und vielleicht auch zum Teil diesen langen Schmerz ausgelöst hat. Und bei mir war es eben eine Schutzstrategie oder ein Kompensationsverhalten. Versuch es mal ganz einfach zu erklären. Wir alle, wir wollen ja und immer, aber besonders als Kind wollen wir ja einfach geliebt werden. Wir wollen einfach, dass jemand sagt, du bist gut, so wie du bist, und du bist willkommen und du wirst geliebt, so wie du bist. Und wenn wir jetzt dieses Gefühl nicht bekommen, kann sein, dass das
gar nicht direkt die Schuld der Eltern ist, aber wenn wir dieses Gefühl nicht haben, weil es eben in der Familie gewisse Strukturen gibt oder wir zum Beispiel eine ganz andere Liebessprache sprechen wie unsere Eltern oder die Eltern ein Verhalten an den Tag legen, weil sie nicht anders können, zum Beispiel extrem viel arbeiten, dann kann es sein, dass wir eben als Kind irgendwelche Strategien entwickeln, um diese Liebe, von der wir gefühlt zu wenig bekommen, irgendwie zu bekommen. Und es können zum Beispiel Strategien sein wie, bei mir war es das Leisten. Ich muss immer irgendwas tun, irgendwas leisten, am besten was Außergewöhnliches schaffen, produktiv sein, um wertvoll zu sein. Das war mir natürlich jahrelang nicht bewusst. Aber es gibt auch, Klassiker ist das Harmoniestreben. Ne? Also diese Menschen, die es immer allen recht machen, die immer lieb und brav sind. Die haben in der Kindheit gelernt, wenn ich lieb und brav bin, wenn ich Ja zu allen sage, wenn ich es allen recht mache, dann bekomme ich Liebe. Aber da gibt es noch viel, viel mehr, sei es das Helfersyndrom, Perfektionismus, wo wir eigentlich nur versuchen, sehr oft diese Wunden der Kindheit, die zum Beispiel sein können, ich habe das Gefühl gehabt, ich bin nicht genug, versuchen zu beweisen, dass wir jetzt endlich gut genug sind. Oder generelles Misstrauen, immer stark sein oder auch Klammerverhalten, Fluchtangriff, das sind alles solche Strategien. Und ich habe diese Strategie erkannt und habe eben für mich selbst reflektiert, dass das aus meiner Kindheit kam, dass hier mein inneres Kind sozusagen aktiv ist. Ich stelle mir immer das so vor, dort, wo das Kind nicht wachsen konnte, wo es zu wenig Liebe bekommen hat, dort ist es klein geblieben. Das konnte nicht mit mir erwachsen werden. Und genau, und in meinem Buch geht es da genau darum, dass man eben diese Kernverletzung dahinter ausfindig macht und sozusagen dorthin seine eigene Liebe gießt oder auch die Liebe, die ich versuche, hier in dem Buch zu geben, wirklich mit der direkten Ansprache des inneren Kindes, damit es wachsen kann, damit man hier von innen heraus aus diesem Kompensationsverhalten, aus diesen Schutzstrategien, die damals ja irgendwie in der Kindheit hilfreich waren, weil wir ja hoffentlich dadurch ein bisschen mehr Liebe bekommen haben, aber eben heute sabotierend sind, endlich loszulassen. Und genau, das war ein wichtiger Punkt für meine Heilung, denn mit so einem Glaubenssatz, ich muss immer etwas leisten, kann man natürlich nicht zur Ruhe kommen, weder im Geiste noch vom Körper her. Und das war meinem körperlichen Zustand natürlich nicht zuträglich. Ja. Jetzt hast du gerade dein Buch schon erwähnt, jetzt für die Zuhörer, du hast ja mehrere Bücher geschrieben, mehrere Bestseller. Du hast jetzt gerade von dem Buch geschrieben, was jetzt gerade rausgekommen ist, wo dieser Podcast auch rauskommt. Das ist so Premiere sozusagen. Und zwar, wenn das Kind in dir noch immer weint, so ist der Titel deines Buches. Und vielleicht magst du uns da mal so, ich kann mir vorstellen, dass da viele neugierig sind, was so eine Übung oder vielleicht auch, was du mit dir selber gemacht hast, mit deiner inneren Leistungsantreiberin, wie du mit ihr geredet hast. Weil das eine ist mal, das zu erkennen. Ja, ich glaube, viele, die meinen Podcast hören, die haben dann auch schon, ah ja, genau so ist es. Und jetzt ist die Frage, was ist der nächste Schritt? Jetzt weiß ich, da ist ein Teil in mir oder eine Seite in mir, inneres Kind, was Bedürfnisse hat. Was ist dann ein möglicher zweiter Schritt? Also es gibt da natürlich verschiedene Ansätze. Ich habe versucht, es so aufzubauen, dass man sozusagen über das Verhalten, das einem jetzt irgendwie das Leben schwer macht, und das weiß man ja meistens, ah, ich bin immer so harmoniesüchtig oder ah, ich bin immer so getrieben, zur Verletzung zu kommen, zur möglichen Verletzung, die dahinter steht. Also man findet es im Buch heraus. Man kann einfach für sich selbst bewerten, welches Verhalten trifft sehr auf mich zu, findet seine Schutzstrategie oder seine Schutzstrategien heraus. Und über die Schutzstrategien mache ich dann Vorschläge, welche möglichen Verletzungen hier vorliegen können, einfach in Form zum Beispiel von Glaubenssätzen oder von Gefühlen. Und wenn man dann wieder sagt, ja, das und das und das trifft zu, dann kommt man in dem Buch zu seiner Kernverletzung. Und je nach Kernverletzung bekommt man dann von mir sehr heilsame Worte gesagt. Also es ist wirklich so aufgebaut, dass man wirklich sich mit seinem inneren Kind verbindet und sich dann ein Audio genau zu seiner Kernverletzung anhört. Man kann es auch im Buch lesen, man muss das Audio nicht anhören, aber würde ich sehr empfehlen. Und dort versuche ich mit dem Konzept des Reparenting genau das nachzunähern, was sozusagen hier bei dieser Verletzung vielleicht in der Kindheit zu kurz gekommen ist. Basiert natürlich auf meinen persönlichen Erfahrungen und den Erfahrungen mit den Menschen, in denen ich schon in meinen Seminaren, Webinaren gearbeitet habe. Aber
Es ist auf jeden Fall aus meiner Erfahrung her sehr, sehr oft zutreffend. Und deswegen ist es jetzt schwierig, eine allgemeine Übung hier weiterzugeben. Aber ich möchte trotzdem vielleicht so eine kleine Übung für diejenigen, die noch gar nicht mit dem inneren Kind gearbeitet haben. Was ich immer sehr heilsam finde, ist seinem inneren Kind sich mal da auch ein bisschen hineinversetzen. Wie war das denn damals für mich? Warum habe ich das denn immer allen recht gemacht? Was war denn da für ein Schmerz? Warum habe ich das denn getan? Aus welchem Schmerz heraus? Und damals so sich hineinzufühlen und sich mal dieses kleine Kind vorzustellen. Und meistens kommt dann sehr viel Mitgefühl oder auch Liebe auf. Und dann würde ich raten, sich hinzusetzen und diesem kleinen Menschen einen Brief zu schreiben und vielleicht dort genau das reinzuschreiben, was er damals so gerne oder sie so gerne gehört hätte. Das kann man jetzt mit einem Zettel tun. Ich empfehle dann immer zuklappen, ein paar Tage vielleicht auf die Seite legen und dann sich so mit seinem inneren Kind verbinden und das dann aus den Augen des inneren Kindes zu lesen. Spannend. Und wenn du jetzt sagst, okay, was ist so das Ergebnis? Also es ist ja natürlich jetzt unterschiedlich, je nachdem, was die Menschen, also was vielleicht auch so die Verletzung ist. Wenn wir annehmen, geht die Reise mit dir und auch mit deinem Buch und verbindet sich, sagt die Sätze, was sind so Erlebnisse, die du gemacht hast mit deinen Teilnehmern oder auch vielleicht mit Lesern und Leserinnen von dir? Sehr oft ist es auf jeden Fall so, dass Tränen fließen, meistens aber auch aus der Rührung heraus endlich diese Liebe, nach der man sich so lange gesehnt hat. Liebe kann man sehr gut mit Worten ausdrücken, dass da Tränen fließen. Also es ist nicht immer so diese einfachste Arbeit, wobei ich schon sagen muss, dass es nicht so tief geht wie jetzt da die psychotherapeutische Arbeit. Aber es ist nicht die einfachste Arbeit, weil man sich ja auch bis zu einem gewissen Grad öffnen muss und in sich seine Verletzlichkeit eingestehen muss. Also die Grundvoraussetzung ist schon, dass man da, ja, dass man dahingehend vielleicht schon erste Erfahrungen gemacht hat, um dann so tief gehen zu können. Aber es ist vor allem, ist da immer ganz, ganz viel Erleichterung. Also wenn man etwas erkennt, ja, diese Tatsache, dass zum Beispiel man immer denkt, man ist nicht gut genug, ganz weit verbreiteter Glaubenssatz, und dann erkennt man plötzlich, dass es gar nicht unbedingt stimmen muss. Also ich habe auch im Buch drinnen so ein Glaubenssatzgericht, wo man seine Glaubenssätze vor Gericht stellt. Dann gibt es einige Fragen. Und eigentlich kann die Verurteilung nicht stattfinden, sobald eine Frage mit Nein beantwortet wird, weil dann gibt es einen Zweifel, dass dieser Glaubenssatz nicht stimmt. Und da allein diese Erkenntnis, diese Möglichkeit, dass dieser Glaubenssatz völliger Unsinn ist und dann man all die Jahre gedacht hat, das ist die Wahrheit, das kann ein unglaubliches Gefühl der Erleichterung auslösen und auch das Gefühl, seine Selbstbestimmung wieder zurückzubekommen. Spannend. Du hast auch einen eigenen Podcast, nämlich den Honigperlen-Podcast. Und da habe ich gesehen, da hast du auch Meditationen zu diesem Thema. Also das heißt, wenn man einfach mal reinschnuppern will, dann wäre das auch eine Möglichkeit, seinem inneren Kind näher zu kommen, einfach mal so schauen will. Genau. Jetzt finde ich ja persönlich spannend. Und ich weiß, einige meiner Leute finden es auch sehr spannend. Du hast Bestseller geschrieben. Ja. Und da ist natürlich interessant, also was es natürlich braucht, ist ein gutes Buch und natürlich auch ein Thema, was mehr als zwei, drei Menschen interessiert. Das hast du natürlich geschafft mit deinen Themen. Aber jetzt ist trotzdem interessant, wie hast du es gemacht, dass so viele Menschen sich von dir berühren lassen über diese Buchform und sagen, ja, der Melanie, der vertraue ich, da würde ich gerne mehr wissen. Wie hast du es gemacht? Was hast du angestellt, als du deinen ersten Bestseller geschrieben hast? Ja, also Fakt ist der Bestseller, ja, so wie du sagst, ein gutes Buch, aber das gute Buch alleine, da muss man einfach ganz ehrlich sein, das genügt nicht. Eigentlich muss man im Vorfeld schon ganz, ganz viel Vertrauen aufbauen und eine Verbindung zu den Menschen, dass die dann tatsächlich wirklich so schnell wie möglich in den Buchladen laufen oder online auf Bestellen klicken. Und dafür braucht es einfach eine gewisse, ich sag's ganz brutal, wie es ist, eine gewisse Reichweite an Menschen oder eine gewisse Masse an Menschen, die man erreicht. Und dazu habe ich über, ich würde sagen, die letzten 5 Jahre mit so vielen
kostenlosen Programmen, das ich auch mal anbiete, genauso wie du mit dem Podcast oder mit meinen Blogs, mache auch kostenlose Webinare natürlich. Es gibt auch Kurse von mir und vor allem auch mit Social Media. Also ich habe relativ große Social Media Kanäle, die ich, also vor allem Instagram, auch liebevoll versorge. Was ich damit meine, ist, ich mache das einfach alles selbst, inklusive aller Fehler, die da drinnen sind. Man merkt einfach, das ist von keiner Agentur. Und ich spüre meine Follower manchmal. Also ich spüre die manchmal und die spüren, glaube ich, auch mich. Es gibt jetzt natürlich auch Autoren, die haben ähnlich große Kanäle auf Instagram und Co. und haben noch keinen Bestseller. Und ich glaube einfach, da ist zusätzlich wichtig, diese ganz besondere Verbindung aufzubauen. Ich sage immer, Empathie ist meine Superkraft. Ich glaube, dass ich meine Teilnehmer oder meine Hörer oder meine Follower sehr, sehr gut abholen kann und dadurch eine ganz tiefe Verbindung aufbaue. Und der Rest davon ist Strategie. Strategie dahingehend, dass im Spiegel-Bestseller einen gewissen Zeitraum gerecht gemessen wird und man dann natürlich schaut, dass man in diesem Zeitraum am meisten rausbringt auf allen möglichen Kanälen. Und ich meine damit nicht nur die großen Kanäle, sondern ich kann mich erinnern an meine ersten Bücher, die waren dann ständig in den WhatsApp-Slides oder Stories oder wie auch immer das da gerade heißt. Also ich habe da auch auf meinen kleineren Kanälen überall diese Bücher gepusht und dann wissen wir eh alle, darf man sich da auch nicht zu schade sein, das sehr, sehr oft zu wiederholen. Also wenn man sich gerade denkt, oh, ich kann es nicht nochmal im Newsletter erwähnen, dann sollte man mindestens noch drei weitere Newsletter schreiben, wo man das erwähnt. Sehr schön. Ja, spannend. Ich finde ja den Weg auch spannend von Leistungsfrau zu eben, okay, Selbstempathie, Selbstliebe. Und jetzt muss man ja sagen, also du bist ja sehr leistungsfähig, ja. Also das heißt, diese Ambivalenz zwischen, weil das ist ja dann auch was, wo manche abdriften, ja. Die vielleicht ein Burnout haben, dann in der Klinik waren, und dann zurückkommen und dann sozusagen wieder auf einem gewissen Level normal sind, aber eigentlich gar nicht diese Leistungsfähigkeit mehr bekommen können. Aber nicht, weil es nicht möglich ist, sondern weil das Mindset sich geändert hat. Würdest du da noch einen Tipp mitgeben oder vielleicht eine Kernessenz, wo du sagst, ja, so ist es dir gelungen, weiterhin leistungsfähig zu sein oder wieder leistungsfähig zu sein, müsste man eigentlich in deinem Fall sagen, aber eben mit dieser Prise Selbstliebe. Also ich glaube, bei mir war es deshalb so und auch relativ einfach, weil ich mich dann ja anderen Themen gewidmet habe. Also ich bin ja tatsächlich dann nochmal in meinen Beruf zurückgegangen, allerdings reduziert. Also von Anfang an habe ich dann nur einen Halbtagsjob gemacht und habe gleichzeitig meine Honigperlenthemen schon vor vielen, vielen Jahren nebenberuflich begonnen. Irgendwann habe ich dann den Teilzeitjob ganz an den Nagel gehängt. Das heißt, ich habe runter reduziert. Jetzt habe ich mit Sicherheit wieder eine mindestens 40-Stunden-Woche und wahrscheinlich mehr, weil ich poste auch am Wochenende. Aber ganz, ganz oft fühlt es sich eben nicht wie Arbeit an. Es fühlt sich nicht wie Arbeit an, weil ich es aus einer totalen Freude heraus mache. Es gibt, sagen auch manche, es ist nicht immer so gut, aber bei mir funktioniert es eigentlich sehr gut. Bei mir verschwimmen oft diese Grenzen, ja. Ich mache so vieles in meinem Business, was ich liebe, wo ich mir gedacht hätte, das wäre nie möglich. Ich male auch immer so bunte Schilder und gerade gestern wieder Videos gemacht und da habe ich auch ein paar Zeichnungen drauf gemacht. Also es schaut dann e eher so in meinem Büro dann aus wie so im Kindergarten. Und da denke ich mir manchmal, ach, was habe ich für eine schöne Arbeit? Also natürlich habe ich auch so Quatsch wie Buchhaltung und so, aber das kann man ja abgeben. Nicht so gut, gell? Also das ist auch vielleicht so ein Prinzip, ich bin auch ganz gut im Abgeben und trotzdem wird es bei mir manchmal zu viel und dann mache ich immer folgende Strategie, nämlich schreibe mir auf, was davon muss ich wirklich? Und dann bleibt meistens von der langen To-Do-Liste relativ wenig übrig und dann erlaube ich mir auch, in diesen Zeiten alles andere mal wegzureduzieren, bis ich mich wieder so ganz in meiner Gelassenheit gefangen habe. Super, sehr, sehr schön. Ja, vielen lieben Dank, liebe Melanie. Wenn jetzt jemand mehr wissen möchte, mehr von dir hören möchte oder auch an dem Buch Interesse hat, wo findet man dich? Was ist so dein Hauptkontaktpunkt? Ja, meine Webseite honigperlen.at
Und ich würde jetzt mal sagen, mein Instagram-Kanal, auch da findet man mich auf Honigperlen, Podcast Honigperlen. Und mein Buch, Wenn das Kind in dir noch immer weint, das bekommt man überall im Buchladen oder auch auf Amazon und Co. Sehr schön. Ja, wir werden es unten in den Shownotes verlinken. Also wenn du Interesse hast, dann klick doch gerne drauf. Und in diesem Sinn, Baba und bis zum nächsten Mal. Ciao dir. Tschüss. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn doch weiter. Wenn du mehr möchtest, schau in meiner Telegram-Community t.me/selbstbeeinflussung vorbei. Wenn du wirklich noch mehr möchtest, komm zu meinen kostenfreien Webinaren, die sind in den Shownotes verlinkt. Oder vielleicht möchtest du dich auch im NLP von mir persönlich ausbilden lassen. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes.